Gemüsepaprika pikieren. Eine leckere Paprika passt zu vielen schmackhaften Rezepten. Anstatt sich das Gewächs im Supermarkt zu kaufen, kann es auch recht leicht selbst angebaut werden. Wenn die Samen vor einigen Wochen selber gezogen wurden, ist nun die beste Zeit fürs Pikieren. Zunächst werden dafür Töpfe mit Gemüseerde gefüllt. Jeder Keimling wird am Ende in einen eigenen Topf gesetzt. Wenn alle Gefäße mit der Erde gefüllt sind, stellt man sie einfach auf den Boden im Garten und übergießt sie mit Wasser. Dabei braucht man mit der Menge an Wasser nicht sparen, denn alles muss von oben bis unten mit Wasser vollgesaugt sein. Im Anschluss darf es am Arbeitsplatz weitergehen. Mit dem Pikierstab wird in der Mitte des Topfes eine Mulde platziert. Dann kommt eines der Keimlinge samt Anzuchtschale in das Erdloch hinein und wird leicht angedrückt. Dabei muss man sehr vorsichtig vorgehen, da der Keimling noch sehr klein und empfindlich ist. Das Pikieren der Gemüsepaprika ist wichtig, da das Wurzelwerk in den Anzuchttöpfchen nur einen begrenzten Bereich zur Verfügung hat. Sobald die Temperaturen außen über 15 Grad Celsius betragen, dürfen die Kleinpflänzchen tagsüber nach draußen. So kann man die Pflanzen nach und nach an eine stärkere Sonnenstrahlung und das Klima draußen gewöhnen. In der ersten Zeit sollten die Pflanzen aber noch vor zu viel Sonne und vor allem vor Zugluft geschützt werden. Das macht ihnen die Eingewöhnungsphase deutlich leichter. Wenn alle Keimlinge in ihrem neuen Topf platziert sind, dürfen sie wieder an ihren sonnigen Standort am Fensterbrett oder im Gewächshaus zurück. Nun heißt es warten, bis die empfindlichen Pflänzchen kräftiger und größer werden. Den leckeren Paprikas steht schon bald nichts mehr im Wege.